Mit dem achten Takt des Lacrimosa endet das Sakrament. Vollendet ist allein die Introduktion, Requiem und Kyrie. Späteres wurde skizziert mit der Bassstimme und Andeutungen der Orchestrierung und des zugrunde liegenden Motivums in die Partitur eingetragen. Darüber hinaus gab es nur noch ein paar Zettelchen. Über die Süßmeier meditiert haben mag, also das flüchtig entworfene, nicht unnötig Spür ergänzt und mit geringerer Fortüne Sanctus Benedictus und Agnus Dei selbst komponiert hat. Wie auch immer. Die Werkanalyse des redlichen Mannes, der eher unsere Achtung als unsere Herablassung verdient, ist glaubhaft. Man vertraute mir die Arbeit an, weil man wusste, dass ich noch bei Lebzeiten Mozarts die schon in Musik gesetzten Stücke oft mit ihm durchgespielt und gesungen, dass er sich mit mir über die Ausarbeitung dieses Werks sehr oft besprochen und mir den Gang und die Gründe seiner Instrumentierung mitgeteilt hat. Geschrieben im Februar 1800 an den Verlag Breitkopf und Härtel. 9 Jahre nach dem Tod Mozarts, von dem wir alle seine Äußerungen berücksichtigend annehmen dürfen, dass er sich vor ihm nicht fürchtete. Was freilich nicht heißt, dass er Lessings Satz, wäre er ihm bekannt gewesen, nicht zugestimmt hätte. Ich zittere nicht vor meiner Todesstunde, aber ob ich in meiner Todesstunde zittern werde, das weiß ich gewiss nicht. Beerdigt wurde Mozart in einem Schachtgrab, in dem, so hat es Kaiser Joseph II. In seiner Begräbnisverordnung bestimmt, die Leichen übereinander lagen, mit Kalk bestreut und wie Maschinen verschrottet. Wer dazu nicht bereit sei, lautete nach heftigem Widerstand die kaiserliche Revokation, der könne frei tun, was er für seinen toten Körper im Voraus für das Angenehmste hielte. Doch sei das Aufstellen von Grabkreuzen verboten. Was Mozart darüber dachte, wissen wir nicht. Wahrscheinlich war er nicht minder befremdet, als über die Ausbürgerung des Todes, durch die Verlegung des Wiener Friedhofs vor die Tore der Stadt. Jedenfalls zeigen seine Meditationen in Wort und Musik, dass ein Leben ohne die tägliche Präsenz des Sterns und das Einüben der Ars Moriendi nicht zuletzt im Angesicht der nahen Gottesäcker für ihn wortwörtlich unmenschlich war. Auch dies gilt bei einer Aufführung des Requiems zu bedenken. Gerade heute, da wir dabei sind, den Tod verdrängend, dem Leben die Dimension der Zukunft zu nehmen und damit die Tiefe und Weite der Existenz. Bedenke, dass du sterblich bist, Mensch. Wir wiederholen die ersten 8 Takte des Lacrimosa, die letzten Noten, die Mozart schrieb, gestochen scharf wie eh und je.